Kein 100%iges Vertrauen aus den eigenen Reihen. Das ist das Fazit der Wiederwahl von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Montag. Denn die rot-rote Koalition verfügt über insgesamt 43 Landtagsmandate. In der Geheimabstimmung votierten jedoch nur 41 Abgeordnete der Regierungsfraktion für Manuela Schwesig. Es wurden 79 Stimmen abgegeben, davon waren 79 Stimmen gültig. Es stimmten für die Abgeordnete Manuela Schwesig 41 Abgeordnete mit Ja, 35 Abgeordnete mit Nein und 3 Abgeordnete enthielten sich. Dieses Ergebnis sorgte für Erstaunen. Schließlich verliefen die Sonderparteitage von SPD und Linke am vergangenen Wochenende nach Plan. Der Koalitionsvertrag wurde fast einstimmig abgesegnet. Die für eine zweite Amtszeit erforderliche Mehrheit erhielt Schwesig jedoch im ersten Wahlgang. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Volke und dem Land widme. Dass ich meine Kraft dem Volke und dem Land widme. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Und die Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern. Und die Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern. Sowie die Gesetze wahren und verteidigen. Sowie die Gesetze wahren und verteidigen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. Und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Die Opposition reagierte prompt über alle Kanäle auf die etwas holprige Wiederwahl. So sprach etwa der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Sebastian Ehlers, von einem Fehlstart für die Linkskoalition. Scheinbar unbeeindruckt davon machte sich Schwesig nach der Vereidigung mit Mann und ihren beiden Kindern auf den Weg zur Staatskanzlei. Denn es ist ein ganz klares Ergebnis für mich als Ministerpräsidentin und vor allem ruht dieses Ergebnis auf einem ganz starken Bürgervotum. Und deshalb bin ich heute an diesem Tag den Bürgerinnen und Bürgern, die am 26.09. der SPD und mir ihr Vertrauen geschenkt haben, sehr dankbar und verspreche allen Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land, ich möchte Ministerpräsidentin für alle sein, ich möchte unser Land zusammenhalten. Mit Blick auf die kommenden Wochen, Monate und Jahre, erklärte die Ministerpräsidentin, die größte Herausforderung, in der sind wir gerade mittendrin, das ist, unser Land weiter gut durch die Corona-Pandemie zu führen und hier auch rauszukommen. Und da können sich die Bürgerinnen und Bürger darauf verlassen, dass ich all meine Kraft da reinstecken werde, gleichzeitig unser Land weiter wirtschaftlich zu entwickeln. Wir wollen mehr Unternehmen, wir wollen gute Arbeitsplätze mit guten Löhnen, unser Land sozial zusammenzuhalten und auch unserer ökologischen Verantwortung für die nachfolgenden Generationen gerecht zu werden. Anschließend erfolgte in der Staatskanzlei die Ernennung der neuen Ministerinnen und Minister. Erstmals in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns werden 8 Politikressorts paritätisch besetzt, mit 4 Frauen und 4 Männern an der Spitze.